Einmal Herr über eine große Reederei sein und gigantische Ozeanriesen zum Wirtschaftswettstreit über die sieben Weltmeere schubsen, als wären sie Spielzeug für die Badewanne. In Transocean 2 Rivals dirigiert der Spieler per Mausklick eine ganze Flotte aus Handelsschiffen rund um den Globus, um mit guter Planung, fristgerechten Lieferungen und schmutzigen Tricks ein weltumspannendes Transportimperium aufzubauen. Sofern der Computer oder bis zu sieben menschliche Mitspieler nichts dagegen haben. Auf Commodores Heimcomputer Amiga hatte Shadow of the Beast im Jahr 1989 vor allem wegen seiner farbenprächtigen Grafiken für Aufsehen gesorgt. Heavy Spectrums Remake der antiken Grafikperle hält sich zumindest bei seiner Präsentation an den Klassiker. Auch die Neuauflage scrollt seitwärts am Spieler vorbei. Allerdings hat sich der Schwerpunkt verschoben. Weg vom Jump'n'Run hin zum Kampfspiel. Brutale Kombos und Kettenangriffe inklusive. Vom Comic-Look und den niedlichen Anime-Figuren sollte man sich nicht täuschen lassen. In Valkyria Chronicles herrscht Krieg. Der Fernost-Import bietet enormen taktischen Tiefgang. Das Gameplay vereint geschickt Strategie-, Action- und Rollenspielaspekte. Sega verhilft dem zu Unrecht verschmähten Titel zum überfälligen Comeback. Als Remastered-Version erstrahlt das Alternate History-Szenario in neuem HD-Glanz.